Hallo ihr Lieben und willkommen zum gewünschten Spind-Video. Vorweg muss ich direkt sagen, ich besitze keinen Spind. Also ist der Begriff Spind-Video vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Aber ich bin hier gerade oben bei uns in der Sattelkammer und zeige euch einfach mal, wo ich mein Zeug so lager, wenn es schon nicht in einem Spind ist. Also, ich muss hier gerade die Kamera umdrehen. Das ist mein Sattelplatz. Hier oben drauf hängt in der Regel mein Dressursattel. Der hängt jetzt noch unten, weil ich gerade geritten bin. Und hier hinten sind Halsring und Vorderzeug. Da ist es nicht im Weg und so oft brauche ich beides nicht. Hier unten ist dann mein Vielseitigkeitssattel. Den habe ich jetzt abgedeckt, weil ich den über den Winter eigentlich nur einmal die Woche zur Springstunde brauche. Und mein Schaffell, weil ich mich doch gelegentlich mal wund reite. So, hier stehen meine alten Stiefel. Die werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mal mit heimnehmen, weil ich brauche die nicht mehr. Und auf der anderen Seite stehen meine aktuellen Stiefel. Wenn ich so faul bin, habe ich die Sporen dran gelassen. Ich ziehe die immer erst direkt vorm Reiten an und direkt nach dem Reiten wieder aus. Da finde ich, ist das in Ordnung. So, und jetzt wird es, glaube ich, mit dem Licht schwierig, weil meine Kamera hat kein Licht. Ich stelle hier mal erstmal die Putztasche runter. Die brauche ich dann gleich erst. So, also da unten drin ist eine Menge Unordnung. Das sind fast alles Gamaschen. Hier ist noch eine Bäckerchenkiste, ein paar Lappen. Die ganzen Gamaschen hole ich jetzt nicht raus. Die zeige ich dann einfach mal, wenn ich sowieso das Ausrüstungsvideo mache. Das habe ich noch vor. So, hier steht mein Lederreinigungszeug. Das läuft ein bisschen aus, deswegen will ich das nirgendwo reinstellen. Da sehe ich, wenn es läuft, dann ist der Boden nass, dann muss ich mich mal wieder drum kümmern. So, hier meine Putzkiste. Wenn ich sie jetzt aufmache, kriege ich sie nicht mehr zu. Da ist alle mögliche Kram drin. In den Kisten hier sind Mähnengummis, meine alten Handschuhe, Lappen, Bürsten, alles Mögliche. Wie gesagt, kriege ich nicht mehr gut zu, deswegen möchte ich das jetzt nicht rausholen. Das sind so Krimskrams, den man immer mal brauchen kann, hauptsächlich Turniersaison. So, und hier oben drauf steht immer meine Putztasche. Da sind wirklich nur Bürsten drin und ja, okay, meine gelben Steckbügeleinlagen. Und die aktuellen Gamaschen und meine Handschuhe habe ich da immer drin. Und oben drauf den Helm, den ich bis eben noch auf dem Kopf hatte. So. Oben drüber. Das ist mit dem Licht auch schwierig. Hier hängt meine Trense mit Glitzerstirnband und mein Halfter, das Eilaffenöhren. Ich hoffe, das sieht man so. Ist im Moment ein bisschen schwierig. So. Dann müssen wir uns einmal rumdrehen. Hier sind nämlich meine Gärten. Ich habe den anderen Einstellern gesagt, die dürfen es gerne mitbenutzen, aber macht keiner. Also das sind alles meine. Ich benutze aber hier nur die Dressurgärte mit dem Glitzer und diese Springgärte hier. Die habe ich geschenkt bekommen, deswegen fällt hier, das ist die allererste Gärte, die ich jemals hatte. Von der trenne ich mich halt einfach ungern. Und hier die Bodenarbeitsgärte, die brauche ich mal, ja, wenn ich mir wirklich an die Hinterhand rankommen will oder wenn ich eben Bodenarbeit mache. Ja gut, und die hier ist wirklich nicht mir, die ist meine Mutter. Da hat ihr, um Quatsch zu schocken, eine Plane dran gemacht. Ja, ich drehe die Kamera mal wieder um, weil das war es eigentlich soweit von meinem Ausrüstungskram. Mir fällt noch ein, hier neben, hinter der Tür, habe ich noch mein Longierzeug und noch einen Ersatzhalfter versteckt. Aber das ist alles, ja, hängt halt da, dass es nicht im Weg ist. Ich benutze es aber eigentlich gar nicht. Ja, ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, man erkennt alles. Ich kontrolliere das daheim selbst nochmal und filme notfalls halt noch was dazu. Ich habe hier im Stall halt wirklich nur das, was ich regelmäßig brauche. Alles andere lagert zu Hause. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Video.